Hallo zusammen, ich bin's Pascal. Heute befinden wir uns in dem japanischen Raum. Es geht ums Tori. Ich möchte euch da so ein paar Handgriffe zeigen, ein bisschen die Tradition erklären. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Bis gleich. So, wollen wir euch das Tori mal so ein bisschen erläutern. Für den einen oder anderen bringt das vielleicht ein bisschen Verwirrung. Das Tori ist ein japanisches Bauwerk, was dort schon viele Jahre steht und in den verschiedensten Varianten gibt. Das meiste, beziehungsweise eigentlich sind sie zu finden vor Schreinen oder Tempeln, weil sie dort den Eingang markieren. Es gibt natürlich viele verschiedene Variationen davon. Die haben dann natürlich auch andere Bedeutungen im Tori, also die markieren dann andere Areale des Tempels. Das bekannteste Tori steht meiner Meinung nach in Hiroshima. Könnt ihr euch mal anschauen, ist sehr, sehr interessant. Und jedes Holz, ich sag mal, das ist nicht einfach nur irgendwie so zusammengebaut. Da hat jedes einzelne Holz, hat da so seine Bedeutung. Werde ich euch auch noch erläutern. Wie gesagt, ich finde das sehr, sehr interessant. Ich möchte auch meinen Horizont erweitern, immer das Gleiche zu machen. Ist dann auch irgendwie ein bisschen träge, ein bisschen fad. Deswegen hatte mir der Dominik gesagt, schau dir das doch einfach mal an. Ich habe es getan. Ich bin begeistert, wirklich sehr, sehr begeistert und möchte euch das einfach heute mal so ein bisschen nahe bringen. Ich würde sagen, wir machen das alles so ein bisschen Step by Step, erklären das so Step by Step, dass ihr wisst, ah, okay, das gehört dazu, weil es dann doch schon ein bisschen Informationen sind, auch fremde Wörter, auch fremde Bedeutungen. Und ich würde sagen, ich quassel jetzt nicht noch länger und verwirre noch länger mit irgendwelchen komischen Wörtern. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, einmal vorweg, ich habe mir da so eine kleine Zeichnung gemacht, an die ich mich so ein bisschen halten möchte. So die Höhe habe ich mir genommen, habe ich mir die Breite genommen, dann die Maße der Stände eingetragen. Ich musste bei dem Holz so ein bisschen, da wird vielleicht der ein oder andere im Nachhinein sagen, ah, warum hast du den Querschnitt genommen oder den Querschnitt? Hat sich bei mir leider nicht anders möglich machen lassen, weil der Baulieferant, den ich immer dazu ziehe, beziehungsweise wo ich mein Holz herhole, hat es leider nicht anders da gehabt, hätte es bestellen müssen, das hätte wieder Wochen gedauert, möchte ich nicht. Deswegen da vielleicht nicht so genau drauf achten, aber wir geben uns trotzdem sehr viel Mühe, dass das hier ein schönes Bauwerk wird und der, ich sage mal, japanischen Architektur gerecht. Ihr habt schon gesehen, ich habe mir das Rehm schon mal vorbereitet. Ich habe das an der Bandsäge abgeschnitten. Das funktioniert ganz gut. Gut auf die Länge, auf die ich es abgeschnitten habe, muss man so ein bisschen gucken, wie man das macht. Da bieten sich natürlich auch andere Werkzeuge an. Zum Beispiel ein Hobel. Da hat der Dominik schon mal ein Video drüber gemacht, wie man den Hobel korrekt benutzt und verwendet. Ich denke mal, das könnt ihr euch anschauen. Da wisst ihr dann, wo es drauf ankommt. Wir gehen natürlich noch hin und ziehen mit dem Hobel einen Grat dran, also eine Neigung, damit wir quasi jetzt keine wasserführende Fläche bilden, aber einfach eine wasserführende Ebene. Wenn man jetzt kein Blech drauf machen würde, damit das Wasser nicht in die Poren reinzieht, weil man es ja aufschneidet quer und es würde leichter reinkommen, auch wenn man es behandelt, würde dann trotzdem irgendwas passieren. Deswegen machen wir dann nochmal ein Blech drauf. Es wird nochmal rot eingezinkt, das hat aber auch noch eine Bedeutung, dazu kommen wir auch noch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schneiden jetzt die Pfosten zu, setzen die einmal drunter, dann schieben wir das Mittelreben durch. Und dann besprechen wir einmal so, wie die Hölzer genannt werden im Japanischen, dass ihr auch da wisst, was da auf euch zukommt. Falls mal irgendjemand durch Zufall irgendwas liest oder so und dann weiß er, ah okay, das habe ich schon mal gehört, das gehört da und dazu, ist vielleicht ein ganz cooler Aspekt. Bis gleich. Wir schneiden jetzt als nächstes oben den Grat bzw. die Neigung an den Pfosten an, weil wir natürlich beim Tori so eine Stellung der Pfosten haben und nicht senkrecht nach unten bzw. lotrecht nach unten. Das könnt ihr selber variieren, wie schräg ihr die stellen wollt. Dafür gibt es jetzt keine Vorschrift oder kein Maß, woran man sich zu halten hat. Das kommt auf einen selber so ein bisschen an. Ich habe mich hier für 10 Grad entschieden. Ich denke mal, das macht ein schönes Bild, weil halt einfach das so in der Tradition so vorgesehen ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, weil ihr jetzt sagen werdet, ja, da musst du unten aber auch anschneiden, weil du es ja auf den Boden stellen willst.
Kommt drauf an, wie ihr es auf dem Boden befestigen wollt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass wir jetzt, wir werden es nie, also ungern auf einfach auf Erde stellen, weil dann ist es direkt im Nassbereich, es zieht sich voll, es gammelt weg, egal wie wir es behandeln, es wird früher oder später weggammeln. Das möchten wir nicht. Dann hätten wir einmal die Möglichkeit, dort ein Kiesbett reinzulegen. Das hat natürlich den Hintergrund, wenn wir unter den Kies noch ein bisschen Sand machen, dass das Wasser nicht stehen bleibt, sondern durch den Kies absickern kann, also der Pfosten nicht permanent im Wasser steht, aber trotzdem sehr, sehr viel Spritzwasser und alles andere abbekommt. Dann hätten wir natürlich noch die Möglichkeit, den Pfosten an sich in einen Fuß zu stellen aus Metall. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen bei Carports oder sowas. Die Möglichkeit wäre auch noch, da dann bitte darauf achten, dass man so um die 15 cm vom Boden wegbleibt, um halt einfach auch nicht nur Wasser, was drunter herläuft, zu behindern, beziehungsweise dass es drunter weglaufen kann, sondern soll auch noch gleich den Aspekt haben, dass Spritzwasser nicht zu hoch spritzen kann und in den Pfosten unten reinzieht. Denn das Zirnholz, das ist sehr leicht angreifbar, auch wenn man es behandelt. Deswegen da so ein bisschen drauf achten. Ich schneide das jetzt hier aber mal ab. So, wir werden jetzt das oberste Rehm auftrennen. Davon habe ich 80 cm aus der Mitte des Balkens nach rechts und links gewählt. Dann habe ich mir dort einen Strich gemacht. Von da werde ich dann mit einer 70-Grad-Neigung so einen Schnitt durchziehen. Ihr seht hier meinen Hilfsstrich, den habe ich mir gezogen, dass ich weiß, wohin die Flucht gehen muss. Werde das dann abschneiden und ich denke mal, dann rundet das Ganze ordentlich ab zu den schrägen Füßen und macht ein schönes Bild. Ich lege mir den langen Schenkel hier an das Holz an und reiße natürlich an diesem hier jetzt hoch. Wichtig ist, dass ihr jetzt aufpasst bei dem Winkel, wenn ihr den dran legt. Nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt hier so eine Faser dran habt, nicht, dass ihr zu weit nach oben rutscht. Ihr seht, man rutscht dann über diese Kuppe hinweg und dann verändert sich das. Nicht, dass ihr dann so einen Riss macht, dann habt ihr keine 70 Grad mehr, sondern ein bisschen steiler. Deswegen darauf aufpassen, dass ihr hier schön am Holz anliegt und dann den Riss schön gerade durchzieht. Ihr werdet jetzt schon sehen, die eine Seite ist gebogen, dass ihr darauf achtet, wenn ihr das jetzt abschneiden wollt oder sonstiges, dass ihr die gerade Seite an den Anschlag hier packt, nicht die gebogene, weil dann sind es keine 70 Grad, dann sind es... Weiß ich auch nicht, was es dann ist, aber dann ist es auf jeden Fall nicht das, was wir wollen. Also da bitte drauf achten. Wir haben das Rehm jetzt zugeschnitten auf die Länge, auf die wir es benötigen. Mit 70 Grad habt ihr ja gesehen. Hier haben wir noch ein Loch drin, wo der Stiel dann reingesteckt wird, das Zapfenloch, um da die Befestigung gewährleisten, weil ich dort keine Nägel oder Schrauben seitlich reinmachen möchte, weil das einfach nicht traditionell wäre. Das gehört nicht zum Tori, deswegen werden dort keine Schrauben verbaut. Das hält sich untereinander mit Druck und Zug und mit Keilen. Aber ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen erläutern, was so die einzelnen Begriffe sind, damit auch ihr da so ein bisschen im Bilde seid. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Verzeiht mir. Also, es gibt da natürlich das Schirmholz, nennt sich im Japanischen Kasaki. Dann gibt es einmal den Basiskreis, der nennt sich Daiwa. Dann gibt es das wörtliche Inselholz, das ist der Shimaki oder Shimagi, also mit K oder mit G. Dann gibt es einmal die Brücke, die Verbindung, die nennt sich Kusabi. Dann gibt es natürlich noch den Durchstecher, der die beiden Pfosten durchbohrt, der nennt sich Nuki. Die Pfostensäulen, weil man ja nicht nur gerade Pfosten nehmen kann, sondern auch Säulen nehmen kann, nennen sich Hashira.
Dann gibt es noch das Ramenbündel, das nennt sich Gatsuka. Und dann gibt es noch den Schildkrötenbauch, das nennt sich Kamebara. Schwierige Wörter, wirklich sehr, sehr schwierige Wörter. Und dann gibt es noch die Wurzelrolle, das ist der Nemaki. Da wisst ihr auch mal so, das sind die einzelnen Begriffe, die dort so verbaut sind, wie wir sie nennen, wie sie dort in Japan betitelt werden. Wir gehen jetzt als nächstes bei und muss einmal schauen, ob ich das draußen zusammenbaue oder hier drinnen. Ich denke mal, ihr wisst das mit dem Platz. Das ist nicht so riesig hier, auch wenn das vielleicht durch die gute Kamera so aussieht. Aber leider haben wir hier nicht so viel Platz. Deswegen gehe ich jetzt einmal bei, baue das einmal auf. Dann werde ich mir den unteren Schnitt anzeichnen, der Pfosten, damit die schön plan aufliegen. Und dann werde ich mir das Rehm, quasi das Mittelrehm, einmal anzeichnen, was die beiden Pfosten durchsticht. Dann gehen wir bei und werden noch die Keile vorbereiten, weil, wie ich schon gesagt habe, Tori wird mit Keilen zusammengebunden. Denn das mittlere Rehm, wenn die Keile dort eingelassen werden, spannt es sich zusammen und die ganze Konstruktion befestigt sich und ist nicht mehr rauszuziehen. Zeige ich aber euch nochmal, was ich dort im Detail meine. Und dann ist das gute Stück auch so gut wie fertig. Und wir können es dem lieben Dominik geben zum finalen Schliff, würde ich einfach mal sagen. Denn das muss ja noch zinkrot gestrichen werden. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass es zinkrot gestrichen wird, denn es ist eine Signalfarbe. Es soll den Leuten in Japan ja signalisieren, ah, dort ist ein Tori, in der Nähe ist ein Schrein, wo wir beten können, wo wir Mönche besuchen können, was man dort halt so macht. Ich würde aber sagen, wir hauen das jetzt mal zusammen und gucken mal, wie das so aussieht. Es ist soweit zusammengestellt. Natürlich müssen oben noch die Zapfen gemacht werden und sowas, aber dazu kommen wir gleich. Es gefällt mir auf jeden Fall so, wie es aussieht. Ihr seht jetzt hier, ich habe mir hier ein Brett draufgelegt, um mir die unteren Abschnitte abzuzeichnen. Das könnte ich auch anders machen. Ihr habt ja gesehen, ich habe, was ich oben abgeschnitten habe, das könnte ich auch unten abschneiden, um wieder eine gerade Fläche zu bekommen. Weil oben habe ich ja quasi eine gerade Fläche mit einer Diagonale verbunden. Und im Endeffekt mache ich unten nichts anderes. Ich verbinde unten die Diagonale mit dem geraden Boden. Das ist oben wie unten genau gleich. Nur wenn man jetzt sagt, das würde auf einer Ecke liegen und die Diagonale würde spitz zulaufen, dann müsste man das wieder ändern. Aber so könnt ihr euch das zur Not auch machen. Einfach eine Latte drüber legen, Richtschalt drüber legen, Striche unten anreißen und dann habt ihr auch ihr unten da euren vernünftigen Abschnitt. Die Pfosten sind jetzt auch zugeschnitten. Wir machen jetzt als nächstes in das Rehm die Zapfenlöcher für die Ständer. Das muss natürlich ordentlich stramm sein, also da darf nicht so viel Luft sein, weil wir das natürlich nicht mit Schrauben oder anderen Holznägeln befestigen. Das wird wie gesagt nur mit den Keilen gehalten in dem Mittelrehm, weil sich das dann zusammenspannt. Da was zu beachten: Wir haben natürlich einen schräg liegenden Ständer bzw. Pfosten. Der natürlich, eine Seite tritt früher in das Holz ein als die andere Seite. Das muss man natürlich beachten. Die Länge wird natürlich länger. Es sind ja nicht mehr 10 cm, da die Diagonal steht. Das heißt, ein bisschen länger wird das Loch ein bisschen größer. Also das ist nicht, dass ihr dann sagt, okay, bei einem geraden stehenden Ständer Pfosten haben wir natürlich zwei feste Punkte, die gerade hochkommen. Bei einer diagonalen Strebe haben wir natürlich mehr, weil der Pfosten quer steht, somit die Breite verlängert wird. Da so ein bisschen drauf achten. Ich reiße das hier jetzt einmal an und dann hauen wir das rein. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe den Zapfen angerissen, weil ich natürlich rechts und links am Ende des Zapfens
sauber arbeiten sowieso, aber es bleibt nicht aus, dass wenn man mal nachstemmt, dass die Ecke sich dann umwirft und dann kann man seitlich reingucken, wenn die so steht. Deswegen dort rechts und links von der Breite 1 cm rechts, 1 cm links zurückspringen, da dann den Zapfen ausarbeiten, weil dann kann man, wenn das Holz drunter steht und man den Zapfen auch noch ein bisschen äxelt, also was davon wegnimmt rechts und links, das reinstecken und man sieht es rechts und links nicht mehr und man fragt sich, wie ist das miteinander verbunden, denn so soll es sein. Wir zeichnen jetzt als nächstes bei dem Pfosten die Zapfen an. Ich habe 4,5 cm tiefe Zapfenlöcher, das heißt 4 cm Zapfen. Einen halben Zentimeter hat er Unterwärtsspiel, dass er sich nicht wieder selbst rausdrückt. Mit dem Zapfen, auch wenn das eine Schräge ist, sieht es wie folgt aus. Das hier ist unser Punkt. Davon gehen wir dann unsere 4 cm runter, machen uns hier einen Punkt, machen uns hier einen Punkt. Das machen wir einmal ringsrum, verbinden den dann miteinander. Dann haben wir die Breite des Zapfens. Dann gehen wir bei und tragen uns natürlich auf den oben liegenden Seiten, tragen wir uns unsere von den Außenpunkten 2,6 cm ein. Da wir jetzt, ich zeige euch einmal, was ich meine, ich mache jetzt hier einmal die 2,6 cm, die mache ich hier auch einmal, weil wir natürlich auch bei dem Rehm von außen nach innen gegangen sind. Das heißt, wir müssen bei den Pfosten auch wieder von außen nach innen kommen, damit sie im Nachhinein nicht dem Rehm rausstehen hinterwärts oder reinstehen, verdreht sind, damit das schön passt und sitzt. Da wirklich drauf achten, das ist wichtig. Und dann im Nachhinein schneiden wir es mit der Handsäge aus und dann passt auch das. So, wir haben das jetzt ausgeschnitten. Ihr seht ja hier die Fransen. Das muss ich jetzt noch mit einem Stemmeisen so ein bisschen nachmachen, eine plane Fläche machen. Dann werden wir den Zapfen noch äxeln. Das heißt, von rechts und links gehen wir noch einen Zentimeter zurück oder anderthalb, schneiden das dann hier hinten rein und werden das dann hier so rausstemmen, dass man dann einfach im Nachhinein nicht mehr diese ganzen Kanten hier sieht und das alles schön bündig geschlossen ist.
Wir machen jetzt als nächstes den Riegel, der die beiden Pfosten miteinander verbindet und durchstößt. Ich möchte euch einmal zeigen, wie das geht, wo ihr darauf so zu achten habt. Ich schneide das Holz quer ein, zweimal, rechts und links. Das mache ich an der Bandsäge bis zu einem gewissen Punkt. Es muss sich ja so neigen, weil die Pfosten ja auch so schräg stehen. Das heißt, in der Diagonale, ich schneide dann quasi bis zu dem Punkt. Zeige ich euch aber gleich nochmal, was ich da genau meine. Das kann man auch mit der Handsäge machen, ist aber eine Quälerei. Deswegen gehe ich einfach an eine Bandsäge. Ich hoffe, ihr könnt euch da auch irgendwie abhelfen. Aber mit der Handsäge würde es auch gehen. Und den Rest mache ich auch mit der Handsäge, um einfach diese Schräge dann einzusägen. Aber ich würde sagen, ich quatsche nicht lange. Ich zeige euch einfach mal, was ich meine. Wir tragen uns jetzt einmal das, was weggeschnitten werden soll vom Holz, einmal hier ein und einmal hier ein, weil ja hier dann der Zapfen stehen bleiben soll. Bei mir sind das 2,5 cm, weil das bei meinem Querschnitt so ist. Wenn ihr natürlich eine andere Breite, also einen anderen Querschnitt des Holzes habt, variiert das natürlich. Ne? Hier tragen wir uns auch 2,5 ein. Hier tragen wir uns auch 2,5 ein. Nehmen wir uns hier eine lange Leiste. Bei mir ist es der Winkel. Verbinden diese Striche noch miteinander. Hier. Und hier. Und dann kommt das hier weg. Und das hier bleibt stehen. Ich trage mir jetzt hier die Schräge ein, weil, wie schon erwähnt, die Pfosten stehen ja ein wenig schräg. Und deswegen brauche ich auch bei dem mittleren Riegel, der die beiden miteinander verbindet, diese Schräge. Das ist genau die gleiche Schräge, wo überall anders auch angeschnitten wurde. Zur Not könnt ihr euch einfach das Holz nehmen, vor die beiden Pfosten halten, euch die Schräge antragen. Dann seid ihr auch auf der sicheren Seite, dass die Schräge passt. Was ich eben meinte ist, ich gehe jetzt an die Bandsäge, werde das bis hierhin einschneiden zu dem geraden winkligen Strich und werde dann diese restlichen Zentimeter, den werde ich dann mit der Handsäge so diagonal machen, dass mir da nichts passieren kann. Zapfen ist fertig zugeschnitten. Wir werden jetzt schauen, ob das alles passt, was wir so gemacht haben. Also, wir haben es jetzt soweit zusammengesteckt, beziehungsweise ich. Natürlich sind da noch Spaltmaße, wo kleine Elefanten durchrennen können. Das ist natürlich noch nicht zu meiner Zufriedenheit. Gott sei Dank haben wir natürlich noch die Keile, die das dann zusammentreiben und auf Spannung bringen. Und ich würde sagen, damit beginnen wir jetzt auch einfach mal, denn das ist auch kein Hexenwerk, das ist auch ganz einfach. Wir werden uns jetzt für jeden Pfosten zwei Keile anfertigen, die einmal rechts und links vom Pfosten eingetrieben werden, somit den Druck aufbauen und somit die Verbindung nicht mehr auseinanderziehen. Weil ihr seht ja, die Füße stehen schräg zu dem Mittelriemen. Das heißt, wenn dort Keile eingetrieben werden, ist es nicht mehr möglich, diese zu entfernen und die Verbindung ist in sich ausgesteift und gefestigt. Und somit erfüllt sie ihren Zweck und das ist so auch so ein bisschen der Sinn und Zweck des Toris.
Aber ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht weiter rum, wir machen jetzt die Keile. Wir haben hier ein Loch, was 2 cm ist. Wir möchten die natürlich hier hinten ein bisschen rausstehen lassen. Das heißt, wir machen die 4 cm hoch, das zweimal für eine Seite, dann noch zweimal für die andere Seite und dann werden wir die dort reintreiben. Die Länge müsst ihr natürlich gucken, wie breit euer Pfosten ist. Es wäre natürlich schön, beziehungsweise es muss so sein, dass sie sich in der Mitte treffen und dann gegeneinander zusammenspringen. Also nicht irgendwie so einen Millimeter Zapfen da, beziehungsweise einen Millimeter Keil dort unten machen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine und dann werde ich euch das nochmal genauer erklären. Wir haben hier noch unsere Abfallstücke vom Abschneiden des Zapfens, beziehungsweise nicht Abschneiden des Zapfens, sondern Freischneiden des Zapfens. Die werden wir jetzt, beziehungsweise die bieten sich natürlich super an, um die Keile jetzt draus zu machen. Wir müssen kein weiteres Holz zerschneiden, denn wir nehmen die Reste davon, schneiden uns das schöne Keil raus, werden die abschleifen, eintreiben und dann geht's ab. Es steht, ich bin zufrieden, sehr traditionell. Jetzt fehlt natürlich noch der mittlere Pfosten und dann ist das auch schon soweit fertig. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, der sich damit so ein bisschen auskennt, ja, da fehlt doch oben an dem Rehm aber noch die Abgratung. Die mache ich bewusst nicht, weil dann natürlich noch, wenn der liebe Dominik damit fertig ist, dann noch ein Dach drauf kommt, was in Blech gemacht wird, um das schön abzurunden, um da halt gegebenenfalls, beziehungsweise, dass es halt ein anderes Dach ist, nicht aus Holz, dass ich da nicht in ein paar Jahren wieder bei muss und das überarbeiten muss. Denn es ist dann immer eine Menge Arbeit, das auseinanderkloppen. Gerade wenn es dann gestrichen ist und sowas, dann platzt das ab. Dann hat man da Druckstellen. Das ist nicht so cool. Deswegen kommt dann dort noch ein Dach drauf. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch den Pfosten rein. Dann schauen wir uns das einmal an und dann war es das auch schon. So, der Pfosten ist drinne. Die Maße habe ich mir da einfach das Zwischenmaß genommen und dann den Zapfen dazu getragen. Der Zapfen beträgt hier 3 bis 4 cm. Das war's mit dem Tori. Ich bin sehr zufrieden. Natürlich muss es noch gestrichen werden, abgeschliffen werden. Das gebe ich natürlich dem lieben Dominik in die Hände. Viel Spaß an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch für mich mal was Neues gelernt, neues Gebiet, neue Arten, neue Techniken. Finde ich sehr interessant. Wenn ihr Anregungen dazu habt oder sagt, ey, fand ich ein bisschen doof, mach doch mal so oder mach doch mal so, gerne einfach reinschreiben, lese ich mir gerne durch. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.